Ja, servus Leute und willkommen zurück. Ja, heute kommt da mal ein Stallvlog. Ich habe heute wieder vor, meine Ställe ganz normal sauber zu machen. Die Hühner unten, da ist ein bisschen was passiert die letzten Tage. Und bei den Pferden wieder ganz normal ausmisten, meine tägliche Arbeit. Heu und Stroh will aufgefüllt werden. Ja, und was ich da so mache, das zeige ich heute mal, dass ihr das auch mal gesehen habt. War ja schon länger nicht mehr, das war mal ganz am Anfang, habe ich das gemacht. Dann kommt es jetzt da mal wieder. Apropos, wir hatten jetzt die letzten Tage ein bisschen was Neues. Es hat jetzt die letzten 2 Tage mal richtig schön geregnet. Aktuell im Regenmesser sind es 25 mm. Und die Tage vorher, da hat mein Bruder schon mal ausgeleert, da waren wir bei 3 oder 4. Also knapp 30 Liter Regen jetzt. Ist doch gar nicht schlecht, würde ich sagen. Das kann man schon mal machen. Nee, also das hat, denke ich mal, der Natur jetzt auch nicht schlecht getan. Wir wollen demnächst jagen, das ist ja geplant. Und wenn der Boden so knalltrocken ist, so knochentrocken ist, das Mist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Stall. Jetzt sind wir bei den Hühnern unten. Ganz normal wie immer. Was ich jetzt mache, ich habe meinen Kulmin-Eimer schon mit runter. Die 2 großen Eimer da. Da haue ich meinen Mist dann immer rein und trage den hinter zu der Lore. Ja. Hier unten hat es, wie gesagt, Neuerungen gegeben. Das erste Mal hier, die Torfedern sind endlich da. Oder was heißt endlich da? Die hängen jetzt auch schon ein paar Tage. Die hier sind hier bis rüber gespannt. Und da drüben habe ich auch 2 Stück. Ja, wie man sieht, der Kabel kommt da auch. Da habe ich meinen Stromanschluss, geht oben durch die Wand. Und hier drüben habe ich meine Erde. Das geht dann hier rein. Da hängt jetzt das Zaungerät. Da hat mir mein kleiner Bruder Steckdosen aufgehängt und verkabelt. Könnte ich zwar, wie gesagt, selber, aber er ist Elektriker, dann soll ich es doch hier gleich machen. Da weiß ich, was ich habe. Ja, und dann das Kabel, was quasi rüber geht, läuft darüber. Und da hinten durch die Wand. Ja, ich habe jetzt da ein dreiadriges Kabel dafür. Das hat mein Bruder gebaut. Da hat er jetzt die 3 Ohren in eine Kabelhülse reingezwickt. Normal brauche ich jetzt das ja gar nicht. Da langen ja eigentlich diese einfache Zaunlitze, wie ich sie da draußen gespannt habe. Wenn du das Zaungerät richtig hängst, dann kannst du mit der alleine. Da ist jetzt ein wenig besser gemacht. Das passt schon. Ja, so viel hier drin. Ja, und draußen am Zaun hat sich auch was geändert. Ja, ich bin ja darauf hingewiesen worden, ich möchte bitte trotzdem die Elektrozaunschilder, also die sind woanders Pflicht. Jetzt habe ich auch mal ein wenig nachgeguckt. Okay, ich gebe es zu. Ja, die sind Pflicht. Also habe ich natürlich welche ergänzt. Bitteschön. In allen möglichen Sprachen, also das sollte ja genügen. Und damit gleich jeder Bescheid weiß, hätte ich noch das da anzubieten. Habe ich euch ja schon gezeigt, dass ich mir das gekauft habe. Das hängt jetzt da auch am Zaun. Dann haben wir da alles, wie sich's gehört. Ja, zum Thema Schweine selber. Also, nach aktuellem Stand schaut es so aus. Ich wollte sie ja eigentlich am liebsten schon das letzte Wochenende haben. Hat ja aber nicht funktioniert. Also, die sollten noch eine Woche bleiben. Nächstes Wochenende muss ich aber dann gleich arbeiten. Passt auch nicht so ganz. Also haben wir jetzt ausgemacht, voraussichtlich am 3. Oktober, das ist der Feiertag, dass ich die Schweine dann entweder am 3. Oktober oder am 2. Oktober Nachmittag hole. Dann hätte ich quasi den Nachmittag, um sie zu kontrollieren, den ersten Tag, wo sie da sind, gleich zum Kontrollieren und am Donnerstag dann erst, glaube ich, Spätschicht, das heißt erst um 14 Uhr anfangen und dann hätte ich sie halt ein wenig unter Beobachtung. Und zumindest von der Theorie her habe ich da, glaube ich, ein langes Wochenende gehabt. Das war quasi mal Samstag, Sonntag, Montag. Das wird dann im Ganzen ganz gut passen. So sind wir jetzt auf alle Fälle mal verblieben. Schauen wir mal, ob das alles so klappt. Wäre natürlich nicht schlecht. Ja, und jetzt würde ich sagen, schmeißen wir mal die Hühner aus. Und dann misst man gleich aus, dass wir fertig waren. Wir wollen ja nicht ewig außen stehen. Temperaturtechnisch, man sieht ja, ich habe einen Pullover an. Es ist kühler geworden draußen, deutlich kühler.
Also aktuelle Temperatur waren, glaube ich, bloß noch 14 oder 15 Grad. Das ist ja fast der Kälteschock. Aber das macht nichts. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ja, das hat mir schon weggetrieben. Eugenschudeln. Ich hab da noch rausgeschüttet. Das ist immer eine blöde Angewohnheit, weil sie immer drauf sitzen. So. Wir brauchen das, das und das. Das ist doch eigentlich. Ach, das. Was ist denn? Wollt ihr nicht raus? Ist kalt und ein Kälteschock. Ja, wenn der Schmuddelwetter losgeht, dann sind die wieder überwiegend drinnen. Dann sind sie nur zwischen die Regenpausen immer, wo sie hinausgehen, weil die können ja bei mir den ganzen Tag rein und raus, wie sie wollen. Ja, und das Ergebnis sieht man ja. Der Stall war vorgestern sauber gemacht. Davon sieht man natürlich nichts mehr. So.
Ja, die Sitzstangenkirche, wir sauge ab. Im Sommer hatten wir wieder ein kleines bisschen Probleme mit den Milben. Die kommen dann immer automatisch leider. Da kannst du den Stall sauber halten, wie du willst. Ich arbeite ja immer mit Kieselgur und zusätzlich bei jedem Stall sauber machen gehe ich über die Sitzstangen mit einem Handbesler drüber, dass ich wirklich, falls eine Milbe drauf sitzt, drunter kehre. Ich meine, jetzt wenn es kälter wird, hat man das Problem nicht mehr, aber sauber gemacht können die Sitzstangen auch immer ein bisschen. Ich meine, man sieht schon, blitzeblank sauber sind die natürlich nicht mehr. Ganz klar. So. In der Regel ist immer so, die hintersten zwei Stangen kann ich dann gleich wieder einhängen, wenn ich unten drunter rausgekehrt habe. Das Schöne an die Stangen zum Rausnehmen, die, wenn wir im Weg sind, stelle ich sie einfach um. Vorher waren die ja bei mir nur starr. Jetzt durch das, dass ich sie einfach rausnehmen kann, hier hinten in dem Stall, geht deutlich einfacher. Jetzt sehe ich aber gerade was, das hasse ich. So geht das nicht. Das sauber der Schuss. So. Gut. Jetzt sind die Spinnenweben soweit auch wieder weg. Morgen hängen sie eh wieder dran, aber. Der gute Wille zählt. Ja, ich trage die zwei Eimer mit Mist jetzt noch nicht auf meine Lore. Bring dann gleich wieder einen frischen Eimer Sägespäne mit und einen Eimer mit Quarzsand fürs Sandbad. Und ja, dann muss ich die Wasserbehälter noch sauber machen oder zumindest den einen, den anderen. Die draußen, die werde ich jetzt dann nicht mehr reinigen oder zumindest die werde ich jetzt demnächst dann entleeren.
Weil wenn die Temperaturen jetzt kälter werden, dann brauche ich nicht mehr so viel Wasser da unten. Dann habe ich bloß irgendwann wieder das Problem mit Frost, dann ist es alles eingefroren. Kann ich dann davon eine Wanne für meine Schweine mit rein tun. Und dann passt das auch wieder. Ja, und mit dem Sturmhaken hier unten, den ich reingedreht habe, habe ich mir überlegt, das ändere ich jetzt. Der Sturmhaken hier kommt er wieder weg. Da brauche ich ihn nicht. Ich halte ja normal meine Tür immer mit dem Stein offen. Bloß ich hatte jetzt die Idee, ich kann die Tür ja auch anders offen halten. Ich mache einfach meinen Sturmhaken hier rein und dann kann ich die Tür offen halten. So funktioniert es auch und dann passt es auch wieder. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, den Mist habe ich eben gerade noch vertragen. Ich habe einen Sand mit her und die Sägespäne frisch. Habe den Wasserkübel gründlich sauber gemacht und dann damit wäre der Stall fertig. Okay, was ich heute noch machen muss, die Futterbehälter sind alle leer. Ich muss vorne wieder, oder besser gesagt hinten im Pferdstall, aus die Fässer ein wenig an Was holen. Und dann ist der Stall für heute fertig. Ja, wie gesagt, da haben sie wieder ein frisches Sandbad, frische Sägespäne drin und da einen komplett frischen, schön geputzten Wasserbehälter. Also wenn ihr vorhin im Video gesehen habt und jetzt im Video gesehen habt, das ist danach wieder sauber, keine Angst. Ja, soweit hierzu. Das war jetzt mein Hühnerstall. Im Hintergrund hört man das Zaungerät tackern. Da ist jetzt wieder Saft drauf. Ja. Und dann war es das erste Mal für heute hier. Und jetzt als nächstes, wie gesagt, ich hole jetzt noch schnell mein Futter. Das zeige ich euch aber nicht. Das ist langweilig, wie einer dort steht mit der Schaufel und schaufelt sie in der Tonne rein. Naja, da brauche ich wieder einen Sackhahn dazu. Ja, und dann gehen wir noch in den Pferdestall und machen den noch sauber. Und dann wird es wieder mal Zeit, den Mist zu verfahren. Ist schon wieder eine Lore voll. Ja, Miststreuer raus, gleich noch aufs Feld. Ja, ja, ein Satz mit X, das war wohl nix. Den ganzen Tag schön gefilmt fleißig. Ja, und dann hat die Kamera irgendwann einen Aussetzer gehabt. Ja, vom Ausmisten vom Hühnerstall habe ich was drauf gekriegt und hinten im Pferdestall hat sie gestreikt, da wollte sie nicht mehr. Dann zeige ich euch halt dann das Ergebnis. Jetzt ist es abends um 7:30, jetzt sperren wir die Hühner noch ein. Dann ist Feierabend bei denen. Das Zaungerät tackert noch hier unten. Ja, erstmal ein Licht. Dann Zaungerät ausstecken. So, so schaut's aus. Die Hühner den ganzen Tag hier im Gang drinnen gewesen. Nee, nee, nee. Heute Morgen ausgemistet. Komm. Das? Doch. Das ist quasi die abendliche Kontrollrunde. Im Moment legen sie leider gar nichts. Man sieht, die sind alle ein bisschen gerupft. Die sind in der Mause. Ja, und das ist jetzt mein Stall. Heute früh war er so schön sauber. So sieht es dann bis abends immer aus. Schade, schade. Ich schmeiß denen jetzt noch ein Futter rein, das habe ich heute auch noch aufgefüllt. Ich habe quasi hier Futterweizen drin, da Futterweizen drin. Ganz unten sind Maisenknödel, die ich einmal von der Arbeit mitgebracht habe. Und die alte kleine Mülltonne hier ist auch voll mit Futterweizen. Eigener Anbau. Tja. Die freuen sich. Zwei Schaufeln gibt es noch, die hatten heute schon mal. Ja, die da, die wird momentan recht vom Hahn gemocht. Sieht man schon. Und alle haben sie so ein bisschen Mause. Man sieht ja, hier innen liegen schon wieder einige Federn. Gang draußen geht es im Moment, aber wie gesagt, die sind voll in der Mause und ja, da hat man halt dann unheimlich viel Federn und dann legen sie normalerweise keine Eier.
Also ich muss sagen, jetzt die letzten 3 oder 4 Wochen ist das jetzt, wo ich fast keine Eier zusammenbringe. Ist einfach so, dafür haben sie mir ja letztes Jahr im November das Legen richtig angefangen. Und dann durchgehend bis, ja, dieses Jahr im August, könnte man sagen. Und das hat ja auch gepasst. Von daher denke ich einmal, das ist kein Problem. Kann man auch immer damit leben, wenn es nicht so viel gibt. Ist zwar immer schön, wenn man jeden Tag was hat, aber sind sie in der Mause, gibt es halt einfach mal nichts. Ja, dann sollen die jetzt in Ruhe fressen. Und dann passt das auch. Ja. Ist schon noch relativ hell, ich meine jetzt auf der Kamera, die bringt das gar nicht rüber, aber ohne Licht, das ist trotzdem noch recht hell. Also ist nicht so, dass es jetzt stockdunkel wäre. Kein Problem. Die Hühner finden auf jeden Fall, auf alle Fälle ihr Futter. Das ist kein Problem. Müssen nicht im Dunkeln suchen. Dann sind wir hier unten jetzt komplett fertig. Hinten die Pferde habe ich ja vorhin komplett fertig gehabt. Alles sauber, Mist verfahren. Ja. Schon wieder nur in Misthaufen angefangen. So ist es halt, ne? Kaum hast du den Mist ausgebracht, kommt der nächste. Ist normal. Ja, und hier hinten im Stall, da habe ich heute fleißig sauber gemacht. Ich habe auch mal die Schrotmühle freigelegt. Da hinten im Eck. Die soll reaktiviert werden. Oben hier habe ich noch ein bisschen Gerste liegen. Die soll auch mal geschrotet werden. Die ist für die Schweine dann gedacht. Und ein Teil für die Hühner fressen das nicht so gern, aber wenn ich es mische mit Weizen, war's, kann passt schon. Und dann kriegen die das. Ja, die muss bloß einmal repariert werden. Am Motor selber brauchen wir ein neues Kabel und eine neue Stecker. Das sind noch diese alten Stecker. Moment, wo ist er denn? Ach, da hüben. Diese länglichen da. Ja, und die Schrotmühle, die muss einmal gerichtet werden. Die dreht im Moment nicht, die ist zusammengerostet. Ja, die war jetzt, ich schätze mal gut und gerne, 15, 20 Jahre nicht mehr in Betrieb, ist nicht mehr gebraucht worden. Jetzt soll sie mal reaktiviert werden. Die wird per Riemen betrieben. Also da ist ja auch wieder so ein Riemen drauf. Und der große E-Motor. Und über diese Stange da, über diese Gewindestange, kann dann der Motor gespannt werden. Wird dann quasi weggeschoben. Und dann kriegt man hier richtige Spannung zusammen. Und ja, dann kann man die betreiben. Und schauen wir mal, die soll wie gesagt jetzt danach gemacht werden. Und dann passt das auch. Ja, morgen werde ich wahrscheinlich auch mal Heu und Stroh auffüllen. Oder zumindest ein bisschen Strom in der Schubkarre rauf tun. Ich kriege ja vorne Bekannten noch was. Das würde sich jetzt eigentlich ganz gut anbieten. Meine Heulage ist fast wieder leer, wie man sieht. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen Stroh drauf tun, dass ich noch ein paar Tage hinkomme. Und dann werde ich einmal mit dem Kipper auf Linde hinauffahren und werde mal eine Ladung loses Heu holen. Und ja, dann habe ich da auch schon wieder was. Und da haben wir meinen Pferdestall. Tja. Vorhin sauber gemacht, aber meine Pferdchen wollten, glaube ich, lieber Schweine werden. Ich weiß nicht, was das für eine dumme Angewohnheit ist, die Hanna da hat. Staubiges Ding. Ich habe vorhin den ganzen Stall sauber gehabt. Da geht's ja noch. Aber da haben sie schon wieder reingepisst. Sieht man schon wieder, dass es nass ist, feucht ist. Ja, und da haben sie natürlich schon wieder einen riesen Haufen rein. Den werde ich jetzt dann gleich noch wegmachen. Dann ist es zumindest schon mal fort. Ja, ist eine blöde Angewohnheit. Ich sage ja eine Nacht und es schaut wieder so aus. Ich weiß nicht, warum die das nicht mögen, dass der Stall sauber ist. Sollen sie halt im Offenstall? Nein, die gehen ja lieber innen. Ist wie gesagt eine blöde Angewohnheit, aber gut. Ja, der Jockel steht da. Mäh. Mein Schlitzohr. Ja, gell? Magst du nicht? Magst du nicht? Ist das Schiene.
Tja. Und da haben wir unten Gandhi. Und das ist meine staubige Hanna. Die war vorhin auch frisch geputzt. Bevor mir jetzt hier jemand kommt, die war auch sauber. Also, ich bin nicht faul gewesen heute, nein, garantiert nicht. Und bei mir geht es jetzt dann noch weiter. Ich werde jetzt dann oben in der Wohnung noch ein wenig was mithelfen. Wir sind ja, wie gesagt, ein wenig am Umbauen. Und ja, ich war den ganzen Tag heute im Stall. Aber man sieht schon wieder gar nichts davon. Bei den Hühnern schaut schon wieder aus wie Sau. Also das Video habt ihr vorhin gesehen, ich war ja fertig mit dem Stall. Ja, und hier, das war eigentlich gefilmt, aber die Kamera hat irgendwie gesponnen. Fragt mich nicht, aufgenommen und trotzdem verschollen. Ja, das war auch alles schön sauber, aber so schaut es wieder aus. Nein, ich mache das auf jeden Fall sauber. Eine Kleinigkeit gibt es jetzt noch für euch, die zeige ich euch jetzt. Ja, der Vater hat vom Kramer einige Teile wieder lackiert. Oder besser gesagt grundiert, erst einmal. Aufs Lackieren muss ich noch ein bisschen warten, so wie es ausschaut. Ja, wie schaut das aus? Und dasselbe gebaute Lackierkabine. Motorhaube, Hupe, die ganzen Blinkerhalter und Lichthalter, die eine Aggerschiene, das Zugmaul mitsamt Bolzen, Lampenträger vorne, der Halter vom Blinkgeber, das Sitzgestell, die Hubstreben von der Hydraulik, das Armaturenbrett, der Blinkerschalterhalter, ja, und die Trittbleche. Ist doch gleich ein Schwung lackiert. Oder wie gesagt, zumindest grundiert. Farbe kommt noch ins Spiel. Ja, zur Motorhaube. Ich habe ja wie gesagt nichts gespachtelt. Ich gebe es zu. Man hätte gekönnt. Ich habe sie grob ausgedengelt, aber ganz glatt kriegst du sie einfach nicht mehr. Ich meine, dafür ist er einfach zu alt und es ist eine Blechhaube. Klar, ich hätte jetzt tonnenweise Spachtel draufhauen können und hätte richtig glatt schleifen können. Aber ein bisschen Geschichte soll der Schlepper auch noch erzählen und es wird, wie gesagt, mein reiner Arbeitsschlepper. Von daher ist es für mich in Ordnung. Ja, ein paar Dullaken hat sie, die sieht man hier. Ist natürlich schon zu sehen. Ich habe sie schon grob rausgemacht, ich meine, hier sitzt dann das Emblem, siehst du nicht. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, ja, das sieht man einfach. Klar, das kriegst du nicht ganz weg. Jetzt sieht man es deutlicher, vorm Lackieren ist es gar nicht so aufgefallen, jetzt sieht man es deutlicher. Ja, logisch, schön ist es nicht, aber ich wollte kein Spachtel draufhauen, die Haube hier, die verwindet sich doch beim Auf- und Zumachen. Und bevor man dann einmal die Spachtel rausbricht und ich habe riesen Arbeit, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich mache das so, ich klopfe das so gut wie möglich raus. Wäre vielleicht noch besser gegangen, ja, aber ich habe es da nicht gesehen. Ich müsste halt jetzt dann nochmal her und müsste noch einmal. Aber es ist trotzdem in Ordnung, so sieht es jetzt aus. Und wie gesagt, das ist ja Gebrauchsschlepper, es ist ja keiner, der ins Museum soll oder was und auf Hochglanz poliert. So schlimm ist es bei dem nicht. Also beim Karl 300 habe ich mir da ehrlich gesagt ein wenig mehr Mühe gegeben. Logisch, das ist das Erbstück vom Opa. Aber der K15 bzw. der KA15, der ist damals gebraucht schon auf den Hof gekommen. Aber im K15, die Haube, die hat gelitten. Die hat einige Dullaken und Dellen drin, große Rostlöcher. Und an der einen Stelle ist ein großes Stück weggerostet. Die ist nicht durchgerostet, aber halt eine große Platte ist rausgesprungen. Also selbst die hätte ich spachteln müssen und ich will das einfach nicht. Ich sag so pingelig genau, mache ich es dann doch nicht. Klar, der soll am Schluss wieder gut ausschauen. Aber ein Neuschlepper wird da draus nicht. Das ist logisch. Und das will ich auch nicht. Soll ein Gebrauchsschlepper sein. Der soll mir jetzt dann, wie gesagt, auf dem Herbst, Winter dienen und soll mein Mist fahren. Und dann wäre es ja Quatsch, wenn der jetzt auf Hochglanz poliert wäre und ich würde dann einmal hinter zum Misthaufen fahren und wieder zurück und habe dann den ganzen Schlepper versaut. Ich habe es heute gesehen, ich war mit dem IHC hinten. Es hat ein wenig geregnet. Wir hatten jetzt insgesamt 33 Liter Regen auf dem Quadratmeter. Und das hast du schon deutlich gemerkt, also die Fuhr, wo der Schotter liegt, die ist gut, aber dann, wo es nun derwärts zum Misthaufen geht, es ist einfach nicht so toll. Und da habe ich dann extra den Schlepper dafür, nur für den Zweck. Ist einfach so. Ja, und hier drüben dann, wir haben die Kotflügel einmal grob aufgesteckt, wie man sieht. So schauen die jetzt aus.
Also ich kann mir auch vorstellen, an denen siehst du nach dem Grundieren dann mit Sicherheit einige Beulen und Dellen. Das habe ich ja auch nicht komplett rausgemacht, ist klar. Also spätestens hier dann diese ganzen Narben und das, die siehst du. Und die Delle siehst du dann natürlich deutlicher. Aber es ist einfach so, ist wie gesagt der Alltagsschlepper, der soll mir jede Arbeit machen und da will ich da nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich, der schöne Bulldog, der schöne Bulldog. Man versucht zwar schon pfleglich damit umzugehen, aber ganz vermeiden lässt sich's nicht. Und von daher passt es. Ja, die sind grob aufgesteckt. Da waren die Überrollbügelstangen dann noch, also die Halter liegen irgendwo da rum, angepasst. Und dann wird es auch gemacht. Ja, und dann wird das doch langsam. Der Motor ist noch immer in Arbeit. Kurbelwelle hat sich immer noch keine gefunden, der sie weiter schleift. Ich hoffe ja, dass das irgendwie wenigstens bis Mitte Oktober klappt. Das wäre wenigstens noch was. Aber das werde ich sehen. Ja gut, das war jetzt so der Tagesablauf. Bisschen was hat es halt nicht gegeben. Ist einfach so. Schade eigentlich. Hatte noch das Video vom Mistverfahren, aber gut. Ja, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, das war's für dieses Video. Beim nächsten Mal gibt es vielleicht dann ein Video vom Anschweißen von dir Augen da an die Hydraulikstangen. Und mal gucken, was noch so. Aber bis dahin würde ich sagen, erstmal eine schöne Woche, bis Freitag um 16 Uhr. Servus miteinander.